Willkommen zurück zur 18. Folge des Let's Play Jagged Alliance 2.1.13. Wir sind auf dem Weg mit unserem Angriffstrupp nach Drassen und in der letzten Folge haben wir uns ein wenig um die Logistik gekümmert, haben hier ein bisschen aufgeräumt in den Sektor, die neuen Waffen aufgehoben und auch den Gasket bestellt, der unser neuer Reparatur-Experte werden soll. Diese Idee mit dem Gumpy, dass der hier Technik üben soll, werde ich mal verwerfen. Und stattdessen stelle ich mal sein Training um auf Führungsqualität, damit er auch ein besserer Miliztrainer wird. Flo hat inzwischen über 10. Der Biff-App arbeitet an der 20. Ja, und wir hatten natürlich ein paar Sachen bestellt, irgendwie Werkzeug und ein paar Taschen. Und ich hoffe, die kommen auch bald an, sodass Gasket sich die abholen kann, um dann die Waffen des Söldnerteams zu reparieren, was sich jetzt hier regenerieren muss. Denn Chris und Dimitri haben im letzten Kampf doch einiges abbekommen. Ja, dann wollen wir mal loslegen und die Zeit ein bisschen vorstellen, damit sie schnell in Drassen landen. Wieder ein Job erledigt. Ihr macht gleich weiter. Bin ganz schön dösig. Ich muss ins Bett. Ich auch. Das muss Telepathie sein. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Das habe ich auch gerade gedacht. Ich auch. Die sind sich offenbar. Was soll ich tun? Die sind sich offenbar sehr einig. Ja, schauen wir mal, was können wir tun? Meine Idee war jetzt erstmal die Söldner hier so in die Mitte zu ziehen, damit sie dann dort in Ruhe abdösen können. Und ihre Wunden heilen können, beziehungsweise erstmal ausschlafen können. Gut, das sollte genügen. Dann ab in die Falle. Und, genau. Halt, wir hatten ja hier dieses Combat Support Hospital. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Betrieb, Support Hospital. Nee, Arzt. Arzt sollst du jetzt nicht werden. Ira soll Ärztin werden. Betrieb, Hospital, Arzt. Nochmal. Betrieb, Hospital. Ja, ist schon mal ausgegraut. Nicht genug Medizinkenntnisse. Oha. Wie viel muss sie denn da haben? 41 ist doch schon relativ viel. Hatte jetzt eigentlich nicht vor, noch extra einen Doktor einzustellen. Auf jeden Fall nicht jetzt für diese Aufgabe. Ja, dann. Ich lerne schnell. Okay. Wie hat sie das gemacht? Ich stelle bei ihr Medizin ein und sie gewinnt mal eben schnell. Sie gewinnt mal eben schnell an Medizinkenntnis plus 2. Aber das reicht noch nicht für... Vielleicht müssen es 50 sein. Da fehlt ja echt nicht mehr viel. Aber ist halt die Frage, ist es dann hier in Cambria genauso? Oder muss man da noch höhere Fähigkeiten haben? Bei dem Krankenhaus in Cambria? Ja, okay, gut, dann... Ich mach den jetzt nochmal hier zum normalen... Ne? Patient... ach so, ich habe auf Operation durchführen gedrückt. Das war der Fehler. Ja, okay, na gut. Ja, bitte. Gut, dann operier halt. Wenn das irgendwas bringt. Nein, bei Ivan jetzt nicht. Ich meine, die
Ja, genau. Jetzt hat sie auch ordentlich verbraucht aus der Tasche, aber ist ja nicht so, dass hier nicht noch andere Taschen rumliegen. Von daher mach halt einfach. Und Joy trainiert einfach ein bisschen Kraft. Würde ich sagen. Gut, dann warten wir mal auf Gasket. Trip beendet. Hui. Ich warte. Das sieht hier nach Angriff aus. Gasket ist jetzt da. Gasket hat auch eine ganz gute Pistole mit Genauigkeit 7. Schauen wir mal, was können wir dem denn noch geben. Oh, hier liegt noch eine Gasmaske rum. Meine Idee wäre jetzt... Ja, okay. Meine Idee wäre jetzt erstmal, dass ich mit Gasket hier runtergehe. Vielleicht packe ich den Gumpy auch noch ein. Ja. Genau, und ich gehe einfach mal mit denen hier runter, falls die hier angreifen sollten. Ich meine, üben können die ja überall. Ist ja wurscht. Trip beendet. Ich warte. Und für den Fall habe ich dann einfach mal zwei Söldner hier im Sektor, die Milizionäre noch ein bisschen unterstützen könnten. Ja. Oh Gott, hat er eine schlimme Stimme. Ich schaue erstmal. Ach je. Ja, ich trottel. Ja, ich schaue erstmal hier, was hier noch so rumliegt. Hier kannst du das Messer nehmen. Luger ist auch nicht verkehrt, ist jetzt auch keine schlechte Pistole. Was hat er? Er hat einen Luger. Ja. Wer hätte das gedacht? Nee, aber ich hoffe, die greifen jetzt noch nicht so schnell an. Ich gehe nochmal zurück. Trip beendet. Gut. Ich warte. Weil nämlich die anderen Söldner ein wenig Material mitgebracht haben, was wir in dem Kampf nutzen könnten. Zum Beispiel das. Was hat Dimitri? Dimitri hat noch eine Kevlar-Weste. Und diese Polizeiweste für Granaten, ja, ich meine, es wäre gut, wenn ich die irgendwo mitnehme, aber vielleicht nicht bei Dimitri, weil der soll ja nicht so viel schleppen. Dann gebe ich die einfach mal Gasket. Der wird eh dem Trupp hinterher wandern, um Sachen zu reparieren. So, dann haben wir hier noch eine Blackhawk-Weste. Die ist natürlich auch nicht übel. Im Moment braucht ja Gasket dieses Fach auch noch gar nicht. Aber naja. Ich gebe die jetzt auch erstmal Gasket. Ja, Gasket, genau. Trag die erstmal. Was hat Ira noch? Eine Mini-Uzi. Die Mikro-Uzi und die Mini-Uzi, ja, die passt da nicht rein. Das ist ja ihre Hauptwaffe, genau, das sehe ich jetzt hier auch gerade. Dann kann sie doch diese Mini-Uzi hier einfach mal abgeben. Das kann ja dann mal getauscht werden. Die kriegt jetzt der Gasket. Ja, komm schon. Gasket. So. 9mm Munition. Ah, liegt jetzt hier auch nicht rum. Hat Joy noch was abzugeben. Eine dicke Wumme. Und ein Feldanzug. Ist was, also im Moment ist es nicht besser, aber nehm das auch mal, das Ding. Und dann wandere ich jetzt mit dem kleinen Trupp nochmal runter und hoffe... Trip beendet. Gut. Ich warte. Komme noch die Gelegenheit dazu. Munition für die Uzi zu suchen. Genauigkeit 7, Schaden 25...
Schaden 26, Reichweite 10, Reichweite 13. Sogar weniger AP-Verbrauch und dafür natürlich noch das Autofire. Gut. Dann werde ich die mal ordentlich laden. Und dann kann er die halt einfach mal verwenden. Im Fall der Fälle, wenn zum Beispiel jemand außer Reichweite ist. Ja, genau. Ja, dann schaue ich mal, dass ich die vielleicht auch gut positionieren kann. Ja. Ja. Okay, das stelle ich jetzt mal aus. Das ist ja kaum erträglich, wenn dann kommen die ja eh von Süden. Vielleicht auf das Hausdach. Oder hier in den Laden. Mach mal die Tür auf. Kann er nicht sogar Schlösser knacken? Dann muss ich mal eben gucken. Mechaniker. Naja, gut. Von Schlösser knacken steht da nichts. Aber schade. Versuch's nochmal. Vielleicht mal ein bisschen gewaltsam nachhelfen. Oh ja, nee, das ist natürlich falsch. Wobei mit viel Kraft ist er natürlich auch nicht gesegnet. Ja, ins Haus geht nicht, weil ich komme nicht rein. Andere Möglichkeit wäre natürlich noch, das Schloss aufzuschießen. Trefferchance von 44, 44. Oh, die sind ja beide gleich mies, was jetzt Trefferchance angeht. Na, dann nimm mal hier deine Pistole und schieß mal aufs Schloss. Schloss zerstört, ja. Das Magazin ist leer und ich habe keine Munition mehr. Ja, hier liegt doch bestimmt noch was rum, sage ich doch. Okay, er hat das Schloss zerstört, das ist cool. Jo, dann nehmen wir die Luger, die trifft ja besser. Dann gehe ich hier erstmal so. Ja, nee, niemanden anquatschen, sondern hier hinzielen. Beweglichkeit ist ja auch echt schlecht bei Gumpy, bei Gasket nicht so. Geschicklichkeit gut, Kraft okay. Ja, gut, also wenn jetzt hier ein Angriff kommen sollte, was ja so ein bisschen danach aussieht, dann habe ich hier zumindest schon mal die beiden. Jetzt können sie mal ein bisschen trainieren. Ach nee, der Gumpy soll weiter Führungsqualität üben und Gasket trainiert mal. Ja, Treffsicherheit, warum nicht? Ja, ich hab's geahnt. Verstärkung rufen, ja, das mache ich. Es sind noch feindliche Verbände zugegen. Ich wollte es nur gesagt haben. Danke für die Information, das ist sehr nett von dir, Gasket. Gumpy. Jo, dann zum Sektor. Zeit für eine Killer-Spielchen. Hui, da geht's auch gleich hart zur Sache. Und ich stehe auch gleich irgendwie im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der erste Milizionärer oder die erste Milizionärin hat's jetzt schon von den Socken gehauen. Todermann. Ja, Todermann. Ich hoffe. Ich hoffe nicht, dass... Ich glaube, ich habe mir in die Hose gemacht. Ich hoffe nicht, dass du der Toademann bist. Gut, dann schieß doch mal ein bisschen.
Da, gar nicht schlecht. Kopf runter. Oh. Ja. Würde mich spontan interessieren, ob das Haus auch an der Ostseite Fenster hat. Wären vielleicht ganz praktisch dann. Elite-Soldaten. Elite-Milizionäre. Ja, ich glaube, Gumpy sieht nichts, ne? Aber es gibt tatsächlich auch an der Ostseite Fenster. Dann, lieber Gumpy, renn doch mal hier hin. Erstmal so hinter die... Das ist doch ein Fenster, oder? Wenn ich mich nicht vergucke, würde ich sagen, das ist ein Fenster. Ja, Gasket, sehr schön. Jetzt weiß ich nicht genau. Ich speichere mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, der wird jetzt hier nicht schießen und die sind noch zu weit entfernt. Ich glaube, hier kann ich echt die Runde umgehen lassen. Hui, die sind doch nicht zu weit entfernt. Ja, was ist das denn für ein Symbol? Nee, in dem Fall würde ich jetzt echt neu laden, weil das war jetzt nur so ein. War nur so ein Versuch. Und ich weiß nicht, was dieses Symbol bedeutet. Bedeutet das, der ist blind oder was? Auf jeden Fall ist so ein. Ist da so ein Auge abgebildet und das ist durchgestrichen. Mal davon abgesehen, dass er jetzt hier ordentlich in den Minusbereich gerutscht ist, was die AP angeht, aber das ist ja klar, wenn man getroffen wird. Okay. Ja, der ist blind. Er sieht niemanden. Oder was? Na, nicht schlecht. Ja, ja, wie gesagt, das noch lasse ich jetzt mal nicht durchgehen. Ich meine, ich sehe ja die Gegner gut. An den Stellen, da ja die Milizionäre da schon aufgerückt sind, von daher kann Gasket, glaube ich, relativ sicher aufstehen. Ohne dass er einen Hinterhalt erwarten muss. So zumindest die Hoffnung. Meine Milizionäre bringen sich jetzt schon wieder in Unsicherheit. Stehen da so rum. Wäre ja gut für eine Granate. Also die stehen ja echt optimal für eine Granate dort. Okay. Dann renne ich jetzt mal mit Gumpy hier vor. Wenn das mal nicht ein Fehler ist. Okay, ich speichere hier nochmal. Okay. Nichts passiert, nichts passiert. Einfach runtergehen. Gut, Gasket. Dem geht's schon schlecht, dem geht's kritisch. Der ist gesund. Aber den wird er wahrscheinlich nicht treffen. Doof, dass er ihm am Bein getroffen hat. Oh. Jetzt kann er sich nicht hinlegen. Jetzt müssen wir also nochmal hoffen. Hoffen und beten, dass er nicht wieder einen Kopfschuss bekommt, der ihn blind macht.
Ja, die Milizionärin ist ja echt. Alright. Ja? Die scheut ja echt gar nichts. Anstatt die nochmal zurückgehen oder sowas, aber nein. Warum denn? Das wäre ja auch viel zu sicher. Sich einfach offen vor dem Gegner hinzustellen, ist wahrscheinlich das Beste. Ja, der macht's richtig. Der bleibt einfach da oben und telefoniert eine Runde. Weiß nicht, ob der jetzt hier weitergerannt ist. Hier ist noch ein Guter. Die ganzen Grünen treiben sich hier unten rum und lassen sich eventuell abschießen. Ja, gut, Gumpy. Your chance. Ja, verkackt. Wieder runter und Gesskit kann jetzt hier ans andere Fenster treten. ...30 AP. Ich weiß nicht, ob er mit 20 noch auf den Boden kommt. Das werde ich jetzt nicht riskieren. Das schafft er aber. Oha, ich werde angerufen. Ja, Leute, ich mache mal kurz Pause. Ich schneide es dann raus. Gut, dann versuche ich mal mit Gesskit jetzt hier diesen Knaben anzugreifen. Vielleicht sollte ich sogar, weil es ist ja dicht dran, einen Kopfschuss versuchen, aber bei der Treffsicherheit von 44, nee, ich mache einen Körperschuss und habe natürlich direkt den Fehler gemacht, mich nicht abducken zu können, ich Trottel. Hey, lass Gesskit in Ruhe! Das war irgendwie knapp. Ja, irgendwie echt knapp habe ich das Gefühl. Also lustige Kommentare hat er ja auch drauf. Ich habe noch nie mit Gesskit gespielt, von daher ist das jetzt so eine ganz neue Erfahrung für mich. Das war ja auch die Empfehlung aus einem Kommentar, dass ich den anheuern sollte zum Reparieren. Fehlt nur noch das Reparaturwerkzeug, was der leider nicht dabei hat. Das wäre natürlich optimal gewesen. Ja, mit den minus 8 Punkten, die er hier durch das Unterdrückungsfeuer hatte, habe ich mir natürlich jetzt hier auch ganz schön die Möglichkeit zu schießen versaut. Ah, das sollte klappen. Und er trifft. Und kann sich sogar noch hinlegen. Das ist toll. Bei Gumpy klappt es nicht so gut. Will der etwa fliehen? Ach nee, der sucht nur bessere Deckung. Ich meine, wenn jetzt niemand von den Milizionären hier oben noch erschossen wird, dann sieht das ganz gut aus. Dann hätte ich nämlich nur einen einzigen Milizionär verloren. Aber das bleibt abzuwarten. Die Masse macht's einfach, ja. Da machen sie ganz gute Arbeit in der Masse. Auch wenn sie natürlich eigentlich nicht wirklich die Profis sind. Ich guck mal, ob die Uzi bis dahin reicht. Ja, das tut sie. Okay, dann versuche ich es mit der. Ah, leider nicht getroffen.
Und nochmal schießen. Könnte ich durchaus versuchen. Speichere nochmal. Da ja die Milizionäre auch erstmal dran sind. Nee, sind sie nicht. Ah, ich versuch's trotzdem. Der ist ja ein bisschen weiter weg. Und hat auch nur eine Pistole. Ja, hat nicht geklappt. Die Milizionäre sind tatsächlich zuerst dran, aber das lag wahrscheinlich eher daran, dass er nicht genügend AP übrig hatte, um überhaupt zu schießen. Oder einem anderen Bug. Weil getroffen war der bis zu dieser Runde eigentlich noch nicht großartig. Wenn ich das recht erinnere. Jetzt liegt er auf jeden Fall am Boden. Gampi, du könntest jetzt deinen ersten Kill hinlegen. Versuch's. Ja! Für den Anfang nicht schlecht. Da gewinnt er doch direkt an Treffsicherheit und Gasket kommt irgendwie ins Hintertreffen. Weil er nicht an Treffsicherheit gewonnen hat. Ja, es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass ich es jetzt noch schaffe, vor meinen Milizionären hier an dem Gegner zu sein. Gut. Dann erledige ich das mal. Der steht dankbarerweise auch auf, um sich leichter treffen zu lassen. Flucht bringt jetzt eh nichts mehr nach diesem Motto. Jo. Das war der letzte. Das war besser als Reservoir Dogs, Mann. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Haben mir auch einige Treffer hingelegt. Gasket war nicht übel. Gampi war eigentlich doch recht schlecht, aber hat trotzdem dann durch den Kill dann noch an Treffsicherheit gewonnen. Wahrscheinlich auch, weil er deutlich mehr Weisheit hat, ja, der ist natürlich ziemlich einfach oder deutlich einfacher auch zu lernen. Da fehlt es natürlich dem Gasket ein bisschen. Gut. Befördert wurde auch, das ist schön. Dann schauen wir mal, was hier so fallen gelassen wurde. Die sieht jetzt nicht so prall aus, die Pistole. Ja, eine Skorpion. Ich meine, kann man auch mal den Schritt machen und hier die den Revolver beiseite legen. Dann nimmt er eben jetzt mal so eine Skorpion auf, damit er auch eine Waffe hat, die, naja, zumindest einen Reichweitepunkt mehr hat, aber die dazu in der Lage ist, Autofeuer zu machen. Ansonsten wird die 7 hier nicht überschritten. Ich brauche noch Munition. So. Einmal schließen, einmal öffnen. Das kann er noch stapeln. Dann werde ich mal hier so einen Verbandskasten mitnehmen. Den angebrochenen. Und natürlich die Gewehrmunition. Oh, Polizeiweste hat auch jemand fallen lassen. Das ist die mit den Granaten, aber eine reicht, denke ich, auch erstmal. Ich werde sowieso nur einen haben, der irgendwie dick mit Granaten ausgerüstet ist, wenn das dann überhaupt der Fall sein wird, irgendwann später. Schwib,
Beendet. Oh. Ich warte. Okay, gut. Dann geben wir mal die Munition ab. Wir hätten von Gumpy die Gewehrmunition. Für Chris soll die sein. Zack. Muss ich mal dran denken, dass ich die wieder nachlade. Ja, und Gasket wollte ich doch noch hier dieses Gewehr geben. So, dass er das gleich reparieren kann. Wenn er dann die Munition hat. Schauen wir mal, was wir hier noch... Ja, die haben alle schon... eine Kevlar-Weste. Dann kriegt Biff jetzt hier noch eine. Hey, yo, da ist er wieder. Oh, oh Mann, ey. Die ganze Telefoniererei. So, wie sieht's jetzt aus mit dem Karabiner? Der braucht 0,30er Munition. Das haben wir natürlich nicht. Und das ist hier, glaube ich, auch ein anderes Magazin. 5,45er mal 39 mm. Das ist bestimmt was anderes als das, was die AK hat. Ja, genau, 7,62er. Okay, und das hier? 5,56er, okay. Na gut, viele verschiedene Magazine. Ja, Gumpy lernt jetzt mal weiter Führungsqualität, würde ich sagen. Training üben Führungsqualität und Gasket. Ich versuche mich mal mit Gasket hier an der T-Shirt-Zerschneidung. Wie macht man das jetzt? Ah, okay, hat geklappt. Er hat einen Putzlappen daraus gemacht. Sehr schön. Dann macht das mal mit den anderen T-Shirts genauso. Ändert sich auch nichts an den Werten oben. Und die 90%. Das wird dann ein Putzlappen mit 90%. Okay, jetzt habe ich 4 Putzlappen. Die kann ich mir sogar in die Tasche stecken. Und jetzt... sind hier noch mehr? Nee. Okay. Gut, dann gehe ich mal mit Gasket runter. Ab in den Gasket-Sektor. Runter, so. Und... oh, was macht denn der Pater hier? Der soll doch nicht so viel trinken. Der soll in seine Kirche gehen. Der ist hier und trinkt. Kennen wir uns nicht, hm? Sie kommen mir bekannt vor. Ja, Gasket kennt er jetzt eigentlich nicht. Zu schade, dass die junge Frau Ira nicht bei Ihnen ist. Ich habe sie seit einer Weile nicht mehr gesehen. Sie ist etwas Besonderes, wissen Sie? Es macht mir wirklich große Freude, mich mit ihr zu unterhalten. Wenn's dann beim Unterhalten bleibt? Die Lebensmittel sind bis Omerta durchgekommen. Ich habe ein Netzwerk von Leuten auf die Beine gestellt, um sie für die nächste Zeit mit Essen zu versorgen. Sehr schön. Prüfen Sie Ihr Gewissen und verzweifeln Sie nicht. Der Herr... sei mit ihnen. Ja, das ist wohl nett. Danke. Hola, schön, dass Sie vorbeischauen. So, und jetzt war wir die haben Idee... beste Spiritosen in ganz Arulco. Nur erste krasse Marken. Erste krasse Marken. Jetzt war die Idee... kaufe ich mir mal so Wein. Nee, nicht Wein. Sondern... Wodka... Yes. Kann man die nicht stapeln? So. Fertig. Wenn Sie wollen mehr, lassen Sie mir wissen. Ich mache alles perfekt für Ihnen. Danke. So. Und jetzt?
kann ich mich erstmal abtupfen. Sehr gut, abgetupft. Irgendjemand hatte doch noch so ein verschmiertes Messer. Das ging auch mit einem Putzlappen zu reinigen. Das werde ich auch gleich mal matt machen. Ab zu Gasket damit. Ich hoffe. Nö. Das klappt doch nicht so recht. Doch, das klappt. Aber andersrum. Das ist ein bisschen seltsam, dass ich das verschmierte Messer auf den Putzlappen ziehen muss. Na gut. Nicht so wild. So, jetzt hat Dimitri ein weiteres Messer und zwar ein unverschmiertes. Das lässt sich dann wieder besser stapeln. Okay, und Gasket macht jetzt hier mal das Experiment mit den... Oh ja. Das sieht doch sehr gut aus. Wir haben Molotow-Cocktails gebaut. Dann verteile ich die mal an meine Söldner, die ja dankbarerweise hier auch so eine Flaschenslots haben. Und Molotow-Cocktails kann man anders als Granaten in Flaschenslots lagern, wie mir mitgeteilt wurde in den Kommentaren. Und das mache ich gleich mal. Okay, bei ihr schon alles belegt. Der trägt sogar schon zwei Flaschen mit sich rum. Das muss ja nicht unbedingt sein. Da bekommt mal der Dimitri noch eine Wasserflasche ab. Und dann hätten wir noch Ira. Ira ist auch schon... Na gut, dann... Wer hatte noch einen Flaschenslot frei? Chris hat noch einen frei. Er hat aber Gewichtsprobleme. Chris hat Gewichtsprobleme. Typisch. Vielleicht sollte ich einfach mal hier diese anderen... diese Munition noch ein bisschen umverteilen. Das gebe ich einfach auch Gasket. Die kann er sich in die Hosentasche stecken. Und das hier, das wird schwierig. Davon kann er nur zwei nehmen. Aber den Feldanzug muss er jetzt nicht unbedingt tragen. So, da passen gar nicht so viel rein. Okay, dann trägt jemand anderes den Feldanzug. Ja, Biff geht nicht. Gumpy? Auch nicht. Was mit Flo? Ja, dann behalte den erstmal hier in der Hand und repariere den oder so. Das ist ja sowieso deine Aufgabe, das Ding zu reparieren. Ja, repariere es einfach. So, und Gumpy hat noch den Arztkoffer. Den gebe ich Ira. Beziehungsweise mach ihren Arztkoffer wieder voll damit. Gut. Dann Gasket, einmal hochwandern. Trip beendet. Ich warte. Trip beendet. Und jetzt nimmst du die Gasmaske mit. Und wieder runter. Trip beendet. Ich warte. Oh, Dimitri hat noch keine Gasmaske, jetzt hat er eine. Gut, Gasket, lern einfach mehr Technik. Üben Technik. Gut, ja, dann muss ich jetzt mal auf die Ware warten. Die hoffentlich bald kommt. Die Söldner schlafen. Schlaft mal fein. Stopp, ich habe eine E-Mail.
Ah. Sehr gut. Die Ware ist angekommen. Dann, lieber Gaskett, hast du jetzt schon gelernt? Hat sich nämlich noch nicht viel getan. Sehe ich jetzt nicht, dass er irgendwie Technik gelernt hat. Aber die Ware ist da. Hör auf zu üben. Lass alles stehen und liegen. Geh hoch und hol. Trip beendet. Hol alles ab. Ich warte. Zumal ich natürlich jetzt den Fehler gemacht habe, dass... Ja, stapel ich da mal hier rein. Ja, den Fehler gemacht habe, dass er schon so volle Taschen hat und eigentlich gar nichts transportieren kann. Egal, ich gehe jetzt erstmal dahin und räume das aus. Dumm, das dauert alles ein bisschen. Er ist ja auch nicht der beweglichste. Ich glaube, die Geschwindigkeit hängt tatsächlich ein bisschen von der Beweglichkeit ab. Oder nicht nur ein bisschen, sondern hängt davon ab. Oder von der Energie. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch von beidem. Juhu! Okay. Dann nimm doch erstmal das hier. Und tatsächlich, es ist eine Beintasche. Ich bin so glücklich darüber. Das könnt ihr euch gar nicht so richtig vorstellen. Das ist echt cool. Das ist richtig cool. So, Werkzeug. Jupp. Dann nimm mal eins auf und eins, da steckst du die Uzi hin. Vielleicht sollte ich mal... Hier waren doch auch noch so große Taschen dabei. Groß, ja, groß. Nee. Das Ding hat einfach noch ein... Ah, das ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber cool, dass da auch eine Tasche in die Tasche passt. Das ist eine Granattasche. Auch nicht das Richtige. Ah, ja, genau. Aber hilft mir ja auch nicht weiter als die andere Tasche, die ja schon die Möglichkeit bot, eine Tasche in die Tasche zu stecken. Doch, hilft mir tatsächlich doch weiter, ja. Ich kann ja hier in diese Tasche noch eine Tasche stecken. Halt, lass das offen. Ich will sehen, wann Ware angekommen ist. Genau, und hier stecke ich eine Tasche in die Tasche. Aber jetzt kann ich die Uzi wieder nicht laden. Na egal, dann muss ich halt zweimal laufen, was soll der? Was soll der Ta... Ja, muss ich doch nicht. Also doch, ja klar, doch, ich muss zweimal laufen, weil... weil ich hier noch eine weitere Tasche habe, die ich jetzt gerade nicht mitnehmen kann. Und ich sehe jetzt auch nicht die Möglichkeit. Kann ich das hier irgendwo hinstecken? Kann ich nicht. Ja, ich sehe jetzt nicht die Möglichkeit, hier noch irgendwas frei zu machen. Meine Güte, ist ja auch nicht so wild, laufe ich jetzt hier zweimal hin und her. Trip beendet. Liegt der jetzt auch hier rum? Liegt doch nicht rum. Ja, hoffentlich hat dieser böse Mensch da nichts geklaut. Joy, also bitte, ja. Du musst ja nur echt nicht diesen Holster hier mit dir rumtragen. Den kann der Biff nehmen. So. Kannst du hier irgendwas in den Holster stecken? Vielleicht jemand, der noch eine Pistole hat oder so.
Vielleicht sogar Gaskett. Nee, Gaskett hat nur eine Pistole. Aber Flo hat so viele. Ja, steck halt hier eine Pistole hin. Dann hast du mehr frei, mehr Freiraum. Gut. So, jetzt hat aber, dafür hat Joy jetzt diese geile Tasche. Und kann dort Granaten rein tun. Und auch Munition. Munitionchen. Und auch ein Molotow-Cocktail. Irgendjemand hat doch hier zwei. Ich glaube Dimitri. Nee, Dimitri hat nur einen. Chris hat zwei. So, aber jetzt haben wir Platz bei. Und Joy für den Molotow-Cocktail. Sehr schön. Okay, Gaskett, was hast du noch dabei? Noch so eine coole Tasche. Das ist die... Sowieso ineffizient gepackt hier. Das ist, ach so, das ist wie die Polizeiweste für diese anderen Granaten. Ja, ist jetzt nicht so optimal. Aber auch nicht so schlimm. Hier in die Tasche kann man ja eh nichts anderes stecken als sowas Kleines. Dann behält Ivan jetzt erstmal die. Und diese große Granattasche. Wie sieht's denn aus bei Chris? Trägt der viele Granaten mit sich rum? Tatsächlich nicht wirklich. Trägt zwei Granaten mit sich rum. Aber immerhin... Immerhin. Hat er somit noch ein bisschen mehr Platz? Ich glaube, Chris muss ein bisschen an seinem Gewicht arbeiten. Also nicht an seinem Gewicht, sondern an der Kraft, um das Gewicht zu erhöhen. Gut. Okay, Gaskett ist die Taschen los. Ja, ist... Nee, ist er nicht. Diese fehlt noch. Das gebe ich jetzt hier mal Biff. Biff hat nichts mehr frei. Hier, Flo, nimm du die Polizeiweste. Ja, okay, diese Tasche. Die ist ja... Ja, nicht so toll. Gut, wer hat noch was frei? Dimitri, hier. Hier hast du. Munition passt da gut rein. Das wäre auch nochmal eine optionale... Na, passt doch. Passt doch, passt doch. Alles gut. Okay. Dann bliebe noch diese letzte Tasche. Die werde ich jetzt erstmal holen. Gaskett, ab nach oben. Trip beendet. Ich warte. Also rein theoretisch liegt die ja hier auf dem Fußboden und ich müsste die jetzt aufheben können. Aber irgendwie sehe ich sie nicht. Also gehe ich nochmal gucken. Nicht, dass die Pablo geklaut hat, dieser Wicht. Ja. Kaum legt man hier was auf den Fußboden, da klaut es der Typ.
Bestimmt. Hier kommen und gehen jeden Tag eine ganze Menge Leute. Oder habe ich doch alles mitbekommen? Ich habe keine Ahnung. Du schon wieder? Ja. Ja, ist ganz nett mit dir zu plaudern. Aber ich habe viele Freunde. Wovon ich wirklich nie genug kriege, ist Geld zum Ausgeben. Ja, du bist äußerst unsympathisch, Typ. Gut, cool, okay. Okay. Ja. Trip beendet. Ich warte. Gumpy, nee, nicht Gumpy, sondern Dimitri. Nö. Ivan ist das. Genau, Ivan trägt noch das mit sich rum. Aber Ivan hat ja auch... Das sind keine Granaten, diese Kanister. Also steht zwar dran, aber ich kann sie nicht in Granatentaschen packen. Ja, ein wenig unpassend, unpraktisch geradezu. Falls du mal wieder was werfen muss. Okay, Gasket, dann repariere mal die Gegenstände. Gut, dann lassen wir mal Zeit vergehen. Wir können jetzt auch alle mal... Obwohl, ich warte noch bis zur Nacht. Erstmal behebt er die Ladehemmung, das ist cool. Fertig. Ivan hat fertig. Was kann denn Ivan jetzt machen? Der ist doch so gut in allem. Was soll ich denn mit dem lernen? Höchstens noch mehr Kraft antrainieren. So, Ladehemmung hat er schon mal behoben, das ist cool. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Ja, unbedingt weitermachen. Dimitri hat die Waffe... also nicht Dimitri hat, sondern... Gasket hat die Waffe von Dimitri repariert. Jetzt kann ich mal alle ins Bett schicken. Alle, die müde sind zumindest. Ein bisschen uncool. Ich meine, die Patienten werden ja nicht behandelt, wenn der Doktor nicht wach ist. Dann könnt ihr was anderes machen. Zum Beispiel Kraft üben. Heult jetzt zwar der Doktor rum, aber solange... Solange er schläft oder sie... Solange bringt das ja auch gar nichts. Na, wie schaut's aus bei Ira? Noch eine Stunde. Jetzt für den Anfang nicht schlecht. Jetzt ist sie wach. Dann kann sie jetzt weiter Doktorspiele machen.
Oh, Dimitri ist auch schon fast geheilt und auch Chris ist fast geheilt. Okay, ich bereit. Geskit ist immer noch in der Haie. Ich bin soweit. Fix und fertig. Sehr schön. Alle fertig. Ich mal ein bisschen Geld in die Waagschale alle werfen und so eine mobile Miliz trainieren. Weil eigentlich ist die ganz cool. Aber teuer ist die. Ich meine, ich muss jetzt hier eh noch warten, bis ein bisschen mehr repariert wurde. Also mache ich das mal. Und Ira ist doch auch... Wer ist jetzt hier noch Experte? Sie ist Ausbilderin. Und hat Führungsqualität hoch, ja. Chris auch. Ira nicht, aber obwohl sie Ausbilderin ist. Stelle ich mal bei Joy noch als Unterstützerin für die mobile Miliz. Schon ist er fertig. Fix und fertig. Das ging flott. Trainiere ich gleich noch eine. Ich mache Fortschritte. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Nein. Okay. Wie sieht es aus mit dem... Okay, da laufen die jetzt lang. Geht mal nicht hier hin. Achso, da muss ich das rot stellen. Gut, die anderen Sektoren können sie ja ablaufen. Ja gut, dann... Kann in diese Airport. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Ach, hier ist tatsächlich Kraft üben. Ja, dann macht es dort. Das ist ja viel sinnvoller. Aber der Rest muss irgendwie... nee, bessere Idee, bessere Idee. Die kommen jetzt alle nach oben. Gampi nicht. Du kommst mit. Dimitri kommt mit. Die anderen sind schon oben. Das sind doch alle 6. Jetzt hier. Was tun?